Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Expeditions Rome. Und ja, wir befinden uns immer noch in Afrika und ja, unser Eroberungsfeldzug läuft weiterhin. Wir haben einen Großteil ja, bereits eingenommen. Wir müssen uns mit Lunia erneut am Hof des Himmels treffen. Mal schauen, ob wir dieses Mal wieder in den Hinterhalt geraten oder ob es ein ganz normales Gespräch werden wird. Was wir aber ebenfalls noch machen müssen: Wir haben hier oben den Bereich in Antipyrgus eingenommen und müssen den Sektor natürlich noch befrieden. Und das, meine Freunde, machen wir jetzt direkt. Ich hoffe, dass wir das ohne weitere Zwischenfälle hinbekommen. So, wir nehmen Synoros mit. Und dann nehmen wir dich mit. Dich mit. Dich. Dich. Und den Neuen. Und ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Prätorianer ausrüsten mit besseren Waffen und besserer Rüstung. Und ich will eine Schmiede. Aber sowas von. So, was nimmt das Banner auf? Okay, wir haben hier drei Gegner. Gegnerische Verstärkung kommt in einer Runde. Wir haben hier drei Gegner. Und wir haben hier oben 1, 2, oh Mann, 3, 4. Ach, das ist aber eine Menge. Ich hätte gesagt, mit voller Wucht hier rein und dann direkt hoch. Das andere fällt mir nämlich jetzt gerade auch nicht ein. Das ist ganz schön hell. So, nehmen wir den Stab des... Ja, ich glaube, wir bleiben erstmal da. Weil könnten wir nicht, wenn wir hier mit dem... Wenn wir tauschen... Ich dachte, wir haben nämlich hier... Ja, genau. Ja, ich glaube, den Schaden nehmen wir in Kauf. Ach, das reicht gar nicht, ne? Ach, verdammt. Ist okay. Kriegen wir hin. Wir bringen sie alle um. Ups. Das können wir jetzt mit dir nicht machen. Aber wir könnten mit dir... Ach, da ist Dings im Weg, ja? Ja. Ah, oh, das war jetzt unklug hoch 15. Ich sollte langsam echt mal ein bisschen aufpassen, was ich hier eigentlich mache. So, nehmen wir den hier mal direkt hier runter. Den laufen wir hier hinten. Mit dem laufen wir hinten. So, dem haben wir jetzt alles mal so weit weggefitzt. Gut. Dann passt das mal so weit. Wer von euch hat denn jetzt hier eigentlich... Du. Du hast noch Verbände. Dann können wir nämlich damit den guten Synoros reparieren. So, und jetzt werden wir uns erstmal hier ein bisschen einmauern. So. Das hier hinten wird abgesperrt. Und falls hier jemand kommt... So, nämlich direkt da nach oben kommen. Und... Machen das am besten so, dass wir das hier... ...noch zusätzlich abriegeln. So. Der Gegner. Ich werde schießen, sobald ich folge mir. Für den Pharao. So, die kommen jetzt von da. Laufen jetzt rein. Niemand? Oh ja, springen runter. Oh, ist ja ideal. Sehmet, segne euch. Ja, kannst du gerne machen. Kriegst du ja trotzdem die ganze nicht, Zeit weiter. Verleiten, vorzurücken. Wir halten unsere Stellung. Krieger des Nils. Verjagen wir diese Ratten aus unserem Land. Okay. Ja, so viel mal dazu. Das heißt, die haben wir abgeriegelt. So, wisst ihr was? Wir machen das am besten so. Ich habe kein Interesse daran, dass mir hier überhaupt noch irgendjemand... So, wir laufen einfach mal dahin. Okay, hat er zwar eigentlich gehofft, dass das ausreicht, aber
War wohl nicht so. So, und von da kriegen wir ihn auf jeden Fall. Ein bisschen Rüstung ist jetzt, können wir jetzt mal ignorieren. So, wir setzen dich dahin. Du wirst jetzt erstmal den guten Synaros heilen. Hier, das sollte sich jetzt besser anfühlen. So, und jetzt müssen wir hier hoch. So, das schmeißen wir auf jeden Fall mal dahin. Damit hier auch garantiert keiner mehr irgendwo hinkommt. So, können wir nämlich mit dir hier hoch. Du bleibst da. Weiter geht's nicht. Dann setzen wir dich dahin. Und klappt das? Nee, das reicht uns, glaube ich, gar nicht mehr. Setzen wir dich hier hin. Und ihn nehmen wir mit hier hoch. So, und den Rest können wir hier unten mal getrost ignorieren. Dass wir hier schnellstmöglich an das Banner kommen. Und die werden sowieso nicht weiterkommen, wenn die hier durchlaufen. Es ist noch nicht an der Zeit für euch zu sterben. Ja, Blutung entfernt, solange bis du wieder durchläufst. Ich decke diesen Bereich ab. Achso, und der läuft, die laufen jetzt da oben. Oh, klasse. Ich rufe. Steht auf! Ihr seid der Nachkomme von 1000 Pharaonen! Ja, okay, du piekst mich jetzt hier ein bisschen. Also es wird schon echt heftig. Es wird schon eine richtig heftige Angelegenheit werden, das sage ich euch. Ja, einfach noch mehr rein. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Den kriege ich so nicht wegbewegt. Fordert eine Schildstärke. Nee. Aber so, killen wir erstmal dein Schild. So, und der wird uns jetzt hier super nervig. Können wir das machen? Okay. So, Synaros hier hin. Und dann hier hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, wen. Okay, das heißt, du machst den Schaden hier drüben. Das ist natürlich jetzt super optimal. Verdammt. Mir und wir werden siegreich sein. Bitte folgt meinem Finger. Ja, ihr werdet wieder gesund. Das ist jetzt mal so richtig schön super, super nicht optimal. So, und dich müssen wir jetzt auch noch hier hochziehen. Okay, passt schon. So, haltet Stand. Wirkt nicht aufgeben auf Verbündete, ja. So, und die sollen einfach mal weiter bluten. Ist das nicht besser? Jetzt kämpft. Helft mir, den Kampfeswillen wiederzufinden. Für Montura, auf geht's. So, kommt der Nächste. Wird uns auch wieder hauen, ja. Ihr seid wieder bereit. Ja, war klar. Das ist überhaupt nicht gut. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Aber das Gute ist, er kann ihn wiederbeleben.
Die Frage ist, schaffen wir das ohne... Ich kann das allein schaffen, wenn ich muss. Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund. Ich benötige Hilfe. So, genau. Einmal heilen, bitte. In Ordnung. Ihr werdet es überleben. Ja, in der nächsten Runde hauen sie dann gleich wieder drauf. Weil es ja so schön ist. Lass uns mal gucken, wen können wir hier niederschlagen? Dich können wir niederschlagen. Und das hat super gar nicht funktioniert. Die haben halt auch alle Schild, ne? Bis auf ihn hier, er hat kein Schild. Bewegt euch durch ein Hexfeld, das von einem Gegner besetzt ist und landet auf dem Hexfeld dahinter. Ja, ich würde ja gerne, aber hier komme ich nicht durch, nirgends, ne? Ich will nach da hinten, verdammt. Ah. So, mit ihm komme ich jetzt auch nicht weg. So, hinten nochmal absichern. Das hat jetzt auch ein bisschen gekostet, aber es hat auf eine positive Art und Weise gekostet. Ja, lauf durch. So. Sehr schön. So, der wird uns dann wahrscheinlich einmal hauen. Ja, das kommt gut. Schaffen wir es, denke ich mal, hier oben noch hin. Diese Grenze und ich schicke euch in die Unterwelt. Ich brauche einen. Steht auf! Ihr seid der Nachkomme von 1000 Pharaonen. Da ist der Feind. Halten wir ihn gemeinsam auf. Ja, lauft einfach in die nächste Falle rein. So schön, wie die jedes Mal reinlaufen. Ist richtig herrlich. So, Moment. Euch müssen wir umbringen. Ergebt euch und wir lassen euch vielleicht leben. So, jetzt die Frage, wen bringe ich um? Also dich eigentlich auf jeden Fall. Aber dich kann ich eigentlich theoretisch gesehen damit umbringen, ne? Er gibt einem Verbündeten seinen Aktionspunkt zurück, wenn er ihn bereits ausgegeben hat. Da können wir mal schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Sehr nice. So, Wuchtschaden, Hiebschaden, Schildschaden, ne? Treffer. Super. Medike! Euch geht es größtenteils gut. Zurück in den Kampf. So, und jetzt ihn. Nun, der kippt auch freiwillig um. Ich werde schießen, sobald ich den Feind sehe. So, den Rest kriegen wir auch noch kaputt. Plus 6 Schild, ja. Oh Mann.
15 Schaden. Das ist noch nicht ein Gelegenheitsangriff. Wir sind der Bote des Montu und wir bringen den Tod. Was für eine Kuh? Ich denke mal, wir können ihn auch niederschlagen. Es sollte gehen. Dann schauen wir gleich mal, ob wir das hinkriegen. Aber vorher bringen wir einfach noch alles um, was nicht nied- und nagelfest ist, hätte ich gesagt. So, mit dir kann man jetzt da drauf hauen. Kann Ziel nicht erreichen. Warum kann ich das Ziel nicht erreichen? Kann ich da nicht durchlaufen, solange der da liegt? Oh, verdammt. Echt jetzt? Ist natürlich super nervig. Okay, da müssen wir wohl gleich nochmal schauen. Wir sollten uns zusammenschließen und aufbrechen. Oh, und die laufen natürlich auch noch hier hoch. Wir sollten uns mal beeilen. Er darf nicht sterben. Okay, ja dann. Wir sollen mit dem Banner aus dem Lager entkommen. Okay. So, dann hau ihm doch mal. Kannst du nicht? So, wir sollen aus dem Lager entkommen. Das heißt, wir müssen wieder hier hoch. Okay. Du bist der Erste, der abhauen darf. So, du machst ihm hier die Rüstung kaputt. So, ja, gerade mal schauen. Kriegen wir das hin? 14 bis 18, ne? So, generell 14 bis 18. Schöner Treffer. So, wer von euch hat jetzt am wenigsten Lebenspunkte? Ja, warte mal, aber bevor ich ihn hier wegbewege. So, von euch kann ich keinen mehr heilen. Aber dann hätte ich gesagt, Synoros, dann verziehst du dich mal. So, und er hat die Flagge, ne? Ich brauche Hilfe, um weiterzumachen. Heilen wir ihn nämlich nochmal kurz. Dass er das nämlich auch schafft. Und ihn hier auch. Und der Rest bleibt dann mal hier. Überschreitet diese Grenze und ich schicke euch in die Unterwelt. Ja, war klar, dass du jetzt hier nochmal reinschießt. Dann müssen wir jetzt auch noch loswerden. Hoffentlich kommen die nicht in Reichweite. Na, sieht gut aus. Ich halte hier nicht mehr nach, ohne mich weiter. Lasst mich zurück. Rettet euch selbst. Ich brauche bald Hilfe, sonst werde ich sterben. Tut das weh? Gut, dann seid ihr gesund. So, nein. Warum? Warum passiert mir das immer?
Und die feige Ratte, die nervt mich sowieso tierisch. Lass mal ganz kurz schauen, wer von euch hat denn hier bitte jetzt die Flagge? So, und ihm kann ich jetzt sowieso gerade nicht helfen, weil er eine Flachzange ist. Du musst eigentlich nur überleben. Ja, wird schon werden. Ich decke diesen Bereich ab. Ich glaube, ich sterbe. Da ist der Feind. Halten Sie ihn gemeinsam auf. Nun gut. Leichte Verletzung, alles in Ordnung. Könnte schlimmer sein. Haben wir geschafft. War wieder echt anstrengend. Ich muss wirklich, wir müssen wirklich, ja, unsere Prätorianer hochleveln. Das ist, also ich sag das immer wieder, beziehungsweise mit besserer Ausrüstung versehen. Ich sag das zwar immer wieder, aber das ist echt mittlerweile kein Spaß mehr. Ihr seht ja, die kleinsten Fehler werden halt sofort bestraft. Und das ist halt echt richtig, richtig ungeil. Maske für aha, oh. Sehr schön. Anleitung für Peltasten, okay. Ich mag Anleitungen. So, da unten ist auch noch was. So, hüpfen wir alle runter. Der alte Mann zuerst. Okay. Und jetzt noch hier runter. Und dann haben wir, glaube ich, alles eingesammelt. Ich schaue mal noch kurz hier hinten, aber ich glaube, hier ist dann auch nichts mehr, ne? Oh, schöner Bogen. So, und hier hinten können wir dann abhauen. Perfekt. Ja, also wie gesagt, wir müssen hier definitiv Ausrüstung produzieren. Da werde ich mich mal irgendwie separat hinsetzen und mir das mal in Ruhe anschauen. Das erspare ich euch, wie hier minutenlang oder noch länger über Ausrüstungsgegenständen mir den Kopf zerbreche. So, Sektor erobert. Nice. Dann können wir uns A hierhin zurückbewegen und B unsere Legion mal... So, mal ganz kurz abbrechen. Schon mal hier in die Richtung schicken, alles einzunehmen. So, dann haben wir das auch. Können wir sie gleich noch in den Bauernhof schicken. Und so, das läuft. Und jetzt haben wir den Bauernhof. Und jetzt noch die Sägemühle. Da sind Feinde. Bis da werden wir einen kleinen Kampf führen müssen. Den lassen wir vom guten Lucius Cornelius Balbus führen. Rede de Bemos, Risiko, wir machen erstmal geschützte Flanke. Dann nehmen wir den Skorpion. Dann hat sich das Thema nämlich schneller erledigt, als ihr gucken könnt. So, gegnerische Moral minus 10, Risiko für den Centurion, das können wir uns jetzt leisten. So, dann machen wir noch das. Tada! Und ihr seht, innerhalb von gefühlten 10 Sekunden haben wir eine ganze Region befriedet und komplett eingenommen. Das geht in dem Spiel relativ schnell. Was ich auch sehr, sehr schön finde. So,
Wieder zurück im Lager. Alles aufgefüllt. Wir haben ein relativ, ja, volles Krankenlager, würde ich fast sagen. Mal schauen. So, mal ganz kurz vorbei. Wer ist denn alles verletzt? Du bist verletzt und du bist verletzt. 90 und 60 Stunden. Das sollte relativ schnell gehen. Waffenkampfer, ein Spekulatius-Zelt. Ja, müssen wir definitiv auch machen. Und Waffenkammer müssten wir mal schauen. Verbesserungen. Ach, schaut hin. Jetzt können wir endlich ein Lazarett bauen. Wobei uns... Oh, uns fehlt nur noch eine Eisenmine für die Schmiede. Ich glaube, das will ich jetzt gerade... Dann will ich das hier erstmal nicht ausgeben, oder? Das ist ein Bauernhof. Und hierfür brauchen wir auch einen Bauernhof. Aber dann können wir uns eigentlich das Lazarett haben. Verkürzt uns die Behandlungszeit. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. So, Vorpostenverwaltung. Oh, Lazarett, 72, 48 Stunden. Ja, ist schon eine ordentliche Verkürzung. Muss man so sagen. Gruppenverwaltung. Wer ist denn aufgestiegen? Er ist aufgestiegen. Synoris ist aufgestiegen. So, verfluchen. Wirk geschwächt auf Gegner. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Da machen wir nicht mehr Schaden auf Gegner, wenn die geschwächt sind? Ich dachte zumindest. So, wir machen auf jeden Fall mal das. Der Rest muss ja noch aufsteigen. Wir haben das hier, genau die Spitzen. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Maximale Reichweite, Rüstungsmaximum, Widerstand gegen... Das müssen wir uns auch nochmal anschauen. Und hier auch ein paar schöne, ja, etwas kräftigere Gegenstände gefunden. Sehr nice. Schauen wir uns ebenfalls an. Jetzt müssen wir allerdings erstmal schauen. So, wir wollten noch zum Hof des Himmels. Dann machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher hier hoch, um mal alles aufzufüllen. So, warum laufen wir nicht? Achso, da sind wir. Tada. So, wir füllen nämlich das hier wieder auf, kostenlos. Und das hier. Und die Krähenfüße. Und ja, den Rest, die heben wir uns auf fürs Bauen, oder fürs Erschaffen. So, mal ganz kurz in die Vorpostenverwaltung schauen. In der Fabrik steht nämlich keiner. So, da setzen wir dich rein, dass wir zumindest hier nochmal Kriegslisten erforschen, während wir unterwegs sind. Und jetzt heißt es, ab die Post zum Hof des Himmels und dann schauen wir mal, was uns dort erwarten wird. Denn ich möchte gerne weitere Regionen einnehmen, damit wir endlich die Schmiede erhalten. Und ich bin guter Dinge, dass wenn wir hier am Hof des Himmels sind, dass wir dann anfangen können, diesen mittleren Bereich hier der Karte zu erobern. Und gerade den Bereich hier, auf den habe ich es massiv abgesehen. Denn hier ist alles, was wir brauchen. So, wir können nur mit unseren Standardgefährten, das ist klar. Weil in dem Bereich haben wir wirklich alles, was wir brauchen für die Schmiede. Und dann können wir endlich anfangen, unsere ganzen Waffen und Ausrüstung mal abzugraden. Und dann wird es richtig gut, Leute. Dann wird es richtig, richtig gut. So. Hof des Himmels. Die Frage ist, wenn wir schon hier sind, können wir noch gleich wieder ein bisschen was shoppen gehen, oder? Mach deine Rast und prob. Ich wusste, ihr würdet wieder. Das tut er immer. So, nee, Wein wollten wir jetzt aber eigentlich nicht kaufen. Sondern... Ich weiß gar nicht mehr, welchem Händler das war. Schrotthändler, ich glaube. Der Sirenensang des Weggeworfenen ist zu stark. Einen angemessenen. Eine. Seht sie euch an. Ja, Wurfspeer. Die nehmen wir alle mit. Sonst noch etwas? Nein, sonst nichts mehr. Und jetzt müssen wir mal schauen, weil ich dachte, irgendjemand hier hatte auch noch Leinen. Mit Abstand die größte Ratsversammlung, bei der ich je war. Frische Speisen von den... Willkommen zurück. Lasst mich wissen. Nee, die hatte bloß hier das Zeug. Aber da können wir theoretisch gesehen mal ein bisschen Rationen verkaufen.
Ich mache das einfach mal so bis hier zum Maximum. Wäre das alles? Ja, das wäre alles. Rationen kriegen wir natürlich auch wieder zusammen. Deswegen mach ich mir da aktuell mal keinen Kopf. Jetzt ist immer noch die große Frage, wo war denn hier... Ich dachte, hier war noch irgendwo anders ein Händler. Mit dem wir uns unterhalten konnten. Dem haben wir geredet. Wir können dann von dem hier noch den Rest holen. Und zwar das, was wir hier noch geholt haben. Hier schwere Klingen. Ich glaube, das können wir nämlich dann auch noch nehmen zum Herstellen. Wenn ich mich nicht gerade vertue. Sonst war hier kein Händler mehr, gell? Ja, das war der einzige. Alles, was ich verkaufe, wollte jemand loswerden. Aber andere Leute... Der Sirenensang des... Ihr habt alle gekauft, die ich im Angebot hatte. Einen angemessenen... So. Eine gute Frage. Wir nehmen halt mal alles mit, was wir finden können. Wer war er eigentlich nochmal? War das jemand, mit dem wir... Ach, wir schauen einfach mal hin. Mich gerade nicht mehr erinnern. Genau, das war Lunia. Und hier oben war die Party. Ave Legate. So grüßt ihr euch gegenseitig, oder nicht? Jetzt, okay, wo wir Freunde sind, nehme ich an, dass ich euch um einen Gefallen bitten kann. Ja, kommt drauf an, was du willst. Hervorragend. Ich wusste, dass ich auf euch zähle. Es gibt ein Bauprojekt auf dem Land, das meinem Stamm gehört. Ein Trupp Römer baut eine eurer enormen Wasserbrücken. Sie müssen damit aufhören. Wir könnten natürlich ein Aquädukt gebrauchen, wie ihr es nennt. Wasser ist schließlich eine der wichtigsten Ressourcen meines Landes. Leider wird dieses spezielle Aquädukt nicht für mein Volk gebaut. Es soll das Wasser in Richtung Cyrenaika und weg von Nasamones lenken. Das ist natürlich doof. Wasser ist ein Geschenk der alten Geister. Die Römer erheben Anspruch auf etwas, das niemandem gehören kann. Ich bin mir sicher, dass ihr einiges tun könnt. Gibt es sonst noch etwas, das ihr... Gut, dann haben wir da schon mal eine Nebenquest. Mit ihr müssen wir sprechen und mit dem da oben sprechen wir... Oh, das ist Cleo. Dann sprechen wir erstmal hier mit ihr. Salve, Legate. Der Feldzug läuft gut. Wir haben unsere Ziele fast erreicht. Ich würde sagen, da ist eine Feier angemessen. Das könnte gut sein. Hm. Nicht ausschalten. Außer ihr wünscht das. Odats Frau ist schwanger. Ihr Name ist Sekura. Und sie lebt bei Udat in Avgila. Falls ihr einen Weg in die Stadt findet, sollte es für eure Leute nicht schwer sein, sie zu erreichen. Sie dürfte lebend deutlich wertvoller sein. In der Tat. Wir brauchen eine Möglichkeit, sicher nach Avgila hinein und wieder herauszugelangen. Und Udats Frau sollte am Leben bleiben. Der Zugang nach Avgila wird streng kontrolliert, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber es gibt eine Sorte von Leuten, die jederzeit in einer Stadt ein- und ausgehen kann. Ich rede über Händler. Ja, dann. Auch die einfachsten aller Leute haben ihren Nutzen. Wir werden Verkleidungen brauchen und Waren, die wir verkaufen können. Ich bin mir sicher, die Männer der Legion werden nur allzu gern die Dinge bereitstellen, die wir brauchen. Gut. Sendet die Legion aus, um meine Händlerkarawane aufzulauern. Ja, das sollten wir hinkriegen. Lasst uns doch mal eine kurze Runde noch mit Cleo quatschen. Ich fühle mich beleidigt. Ich weiß, diese Menschen sind im Grunde wilde. Aber dennoch fühle ich mich beleidigt. Meine Unterbringung lässt einiges zu wünschen übrig. Die Qualität der Teppiche ist besonders grauenvoll. Ich brauche einen neuen. Holt mir einen besseren Teppich. Ein Teppich sagt viel über die Persönlichkeit des Besitzers aus. Er ist eine Aussage und ein Ausdruck der Seele. Ich kann mir eine Menge spaßiger Dinge vorstellen, die wir auf einem Teppich ausprobieren könnten. Ja. Okay.
Die besten ägyptischen Teppiche werden in Memphis verkauft. Okay. Das ist natürlich ein wenig weit weg, aber eure Anstrengungen werden mir zeigen, wie sehr ihr unser Bündnis zu schätzen wisst. Ich verstehe. Ihr wollt uns Stöckchen holen lassen, wie ein guter Welpe. Werdet ihr das? Nun, dann kann ich es gar nicht erwarten, diesen Teppich zu erhalten und herauszufinden, was ihr denkt, von mir bekommen zu können. Okay, dann werden wir mal schauen, wo wir hier einen Teppich kriegen. Wir sprechen einfach mal mit einem der Händler. Denn ich wüsste jetzt aktuell nicht, ja stimmt, wo im Hof des Himmels einen Teppich bekommen. Ja, was weiß ich, wo wir hier einen Teppich herkriegen. Lasst euch das mal hier, Moment, einen Teppich für die Königin. So, einmal schnell hier runter. Weiß ja nicht, ob wir hier einen Teppich finden, aber wir können ja mal einen... Ich wusste, ihr würdet wiederkommen. Hier gibt es keine Teppiche, nur Wein. Nun, ich würde... Das ist eine Sache des Geschmacks, aber ich in dem Fall... Okay. Fragen wir ihn nochmal. Ich habe Schmuck. Der Sirenensang des Weggeworfenen ist zu... Nein, Teppiche sind das Gegenteil von... Okay, er also auch nicht. Sie verkauft nur Essen. Ja gut, dann wüsste ich nicht, wo wir hier einen Teppich finden sollten. Ich hätte nicht die geringste Ahnung, wo wir hier einen Teppich finden sollten. Wobei, wir können ja mit... lass uns doch nochmal mit Lunia quatschen, wenn wir schon noch hier sind. Vielleicht wissen die ja, oder weiß sie ja, wo man hier einen Teppich kriegt. Der einer Gottkönigin... ausreichend ist. Nun ja. Wer weiß. So. Lauft schneller. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Und wir werden auch noch von Katzen verfolgt. Das ist jetzt interessant. Das habe ich noch nicht gesehen. Werden wir durchgehend von Katzen verfolgt? Ich bin mir sicher, dass ihr euch inzwischen eure eigenen... Es gibt drei Arten von Stämmen. Letztere stellen ein Problem dar, das wir lösen okay. müssen. Es gibt einen Stamm, der so sehr... Unglücklicherweise gibt es... Wie hat er natürlich? Hervorragend. Unsere okay, also noch eine Mission. Ja, jetzt haben wir aber einen Haufen Nebenmissionen, hä? Fragen wir nochmal Medur, weil das sieht hier sehr teppichlastig aus. Vielleicht finden wir ja noch einen Teppich. Ich hoffe, dass ihr die Zeit finden werdet, mir mit diesem Aquädukt zu helfen. Okay, nein, hier also wohl auch nicht. Nun, dann... Das war jetzt ein bisschen schnell. Einmal hier runter... Denn dann werden wir hier gehen und auf dem Markt in Memphis nach einem Teppich suchen. Wir sollen uns Lunias Kriegern anschließen, um einen kleinen Stamm anzugreifen, der sich gegen unsere Allianz gestellt hat. Ja, check. Und das Aquädukt. Dann müssen wir auch noch eine Legion aussenden, um eine Händlerkarawane aufzulauern. Und wir müssen... Ja, erobert fünf Stämme. Erobert die Stämme von... Ja, das kriegen wir auch noch hin. Viel zu tun. Aber wer ein guter Römer sein will, der muss auch arbeiten. Denke ich mir. So, wo bleiben wir denn? Jetzt vielleicht auch ein bisschen schneller. Nur so ein klein wenig. So, Gebiet verlassen. Dann verschaffen wir uns nämlich nochmal ganz kurz einen Überblick, wo wir denn missionstechnisch hin dürfen oder hin müssen. Nun, genau, das war der Quest mit dem Teppich. Hier hinten scheint wohl Memphis zu sein, das ist auch schon mal gut zu wissen. Quest, der goldene Wolf. Es führt uns hier runter. Das Aquädukt führt uns hier hoch. Das ist auch schon mal interessant. So, die Händlerkarawane befindet sich hier unten. So, da können wir die Legion ja gerade mal hinschicken. Wenn wir uns dahin bewegen. Da darf die Legion gerne selber Hand anlegen.
So, haben wir geschafft? Warte, überlegen, nee. Müssen wir mal schauen, ob wir die Legion dann nicht irgendwie mal umziehen. Aber, meine Freunde, dann wären wir damit erstmal am Ende für heute und was die heutige Folge angeht. Wenn es euch gefallen hat und ihr bei den unzähligen Einblendungen, die ich im Video eingebaut habe, noch nicht auf die Idee gekommen seid, mich zu abonnieren, dann würde ich euch bitten, es zu tun. Es ist kostenlos und es hilft mir und dem Kanal auf jeden Fall weiter. Und ja, dann freue ich mich drauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut.